Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. NASA Artemis-Start um den Mond erneut verschoben. JPL hat systematische Probleme. Japanische H3-Rakete absolviert letzten Test vor Orbitalflug. Ich frage DLR-Raumfahrtagenturchef Walter Pelzer vor der ESA-Ministerratskonferenz, wie schlimm es um die europäische Raumfahrt steht. Der Cygnus-Raumfrachter hat nach dem Start Probleme mit Solarpaneelen, konnte aber erfolgreich an der ISS docken. China ändert seine Pläne für Super-Schwerlastraketen und baut nun eine wiederverwendbare Starship-Kopie. Und das Original Starship, das steht vor großem Triebwerkstest des Booster 7, während Booster 8 nun ausgemustert wird. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Fangen wir wie immer an mit den Starts der vergangenen Woche. Am Montag, den 7. November, ist eine Antares 230 Plus mit Cygnus Raumfrachter von Wallops aus gestartet. Haben wir uns hier auf Senkrechtstarter live angeschaut. Was vor dem Start und nach dem Start mit Cygnus so schief gelaufen ist, das klären wir gleich in den ISS News. Am Donnerstag, den 10. November, ist mit einiger Verspätung für die NASA eine Atlas 5401 von der Vandenberg Space Force Base aus gestartet. An Bord war neben dem Wettersatelliten Joint Polar Satellite System Spacecraft Nummer 2 als sekundäre Nutzlast das Lofted. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, unbedingt meine Episode zu dem super spannenden Thema schauen. Verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Im Livestream der NASA konnte man sehen, wie die Centaur-Oberstufe nach dem De-Orbit-Burn sich in Position brachte. Auch von dem Aufblasen mit Stickstoff des 6 Meter Hitzeschilds gab es tolle Bilder aus dem Orbit. Die Centaur-Oberstufe hat dann mit ihrem Reaction-Control-System das aufgeblasene Lofted-Hitzeschild in eine flugstabilisierende Rotation versetzt, bevor das Lofted dann ausgesetzt wurde. Ja, und die Oberstufe dann ihre Rotation beendet hat und sich auf ihr Verglühen vorbereitet hat. Nicht so das Lofted, das hat hervorragend funktioniert und ist nicht verglüht. Auch die weiche Landung im Meer mittels Fallschirm und das Aussetzen des Backup-Datenrekorders hat wie geplant vor Hawaii funktioniert. Ich bin sehr gespannt auf die Untersuchungen im Nachgang und ob uns nun zukünftig abseits von dem Experiment das Aufblas-Hitzeschild-Konzept noch öfter begegnet. Am Samstag, den 11. November, ist von Wenchang aus eine Lange Marsch 7 mit Yanzhou 5 Raumtransporter zur chinesischen Raumstation aufgebrochen. Auch am Samstag, den 11. November, ist eine Lange Marsch 6A von Taiyuan ausgestartet. Nutzlast ist mir leider nicht bekannt. Den Abschluss der Senkrechtstarterwoche hat dann SpaceX mit einem Falcon 9 Start von Cape Canaveral ausgemacht. Gestartet wurden zwei Galaxy Telekommunikationssatelliten. Startzeit war 17.06 MEZ. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bisher gefallen hat, ja, dann lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Der Wind, das himmlische Kind. Es ist Hurricane-Saison und schon wieder kam Artemis ein Hurricane in die Quere. Kein direkter Treffer wie bei Hurricane Ian, aber Hurricane Nicole hat die NASA ganz schön auf Trab gehalten. Zu spät, um die SLS-Rakete zurückzubringen, hat man sich dann aber entschieden, den Start vorsorglich auf Mittwoch, den 16. November zu verlegen. Das zweistündige Startfenster öffnet um 7.05 Uhr MEZ und ich werde hier auf Senkrechtstarter live streamen. Bis dahin empfehle ich dir meine aktuelle Technik-Episode über alle Triebwerke, die bei Artemis 1 verbaut sind. Verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Man mag es nicht glauben, aber Tory Bruno hat sie jetzt alle. Also alle beiden BE4-Triebwerke. Where are my engines, Jeff? War zu dem Meme in der Space Bubble montiert. Auch wenn wir alle viel gelacht haben, freue ich mich natürlich auf den Start der neuen Vulcan-Rakete von ULA. Ja, der scheint jetzt nicht mehr viel im Wege zu stehen. Neben der NASA und der Space Force, die nach dem Ende von Atlas 5 und Delta 4 auf die Vulcan gesetzt haben, warten da natürlich der größte kommerzielle Raketenstartauftrag in der Geschichte der Raumfahrt. Genau, Amazon Kuiper hat ja 38 Vulcan-Starts gebucht. Ja, und für Kuiper, da wird es langsam richtig eng. Bis 2026 muss Kuiper die Hälfte der über 4000 beantragten Satelliten gestartet haben, sonst verliert es seine Lizenzen für das Satelliteninternet. Das kann schon ganz schön an den Nerven ziehen und ja, ja, Nerven, Psyche, das ist das Stichwort. Die NASA-Mission Psyche musste wegen erheblicher Mängel bei der Flugsoftware verschoben werden. Wie die unabhängige Untersuchungskommission jetzt feststellte, läuft das JPL nach der Pandemie wohl ziemlich auf dem Zahnfleisch.
Wie die Kommission feststellte, hat das JPL ein beispielsloses Arbeitspensum an Projekten zu bewältigen und die Ressourcen des JPL, insbesondere im Bereich der technischen Schlüsselkompetenzen, seien sehr knapp bemessen. Die Kommission stellt weiter fest, dass dieses Ungleichgewicht einer der Hauptursachen für die Softwareprobleme bei Psyc waren. Auch die Kommunikation des Projektteams war durch die Pandemie stark eingeschränkt. Weiter hat das berühmte JPL Probleme, qualifizierte Ingenieure und Softwareentwickler zu finden und diese langfristig an das Institut zu binden. Insbesondere, weil es mit Luft- und Raumfahrtunternehmen konkurriert, die sehr viel höhere Gehälter zahlen. Die japanische H3-Rakete hat einen statischen Feuertest absolviert. Das war der finale Test vor einem Flugtest der neuen japanischen Trägerrakete, die der Ariane 6 nicht unähnlich ist. Der erste Start soll in den nächsten Monaten erfolgen. Ariane 6, das bringt uns zur europäischen Raumfahrt und um die steht's vielleicht gar nicht so gut. Wie schlimm es wirklich um die europäische Raumfahrt steht, das habe ich vorab den Chef der deutschen Raumfahrtagentur im DLR, Walter Pelzer, gefragt. Wer da völlig entspannt ist, der hat schon ein ziemlich sonniges Gemüt. Böse Zungen sagen, ESA steht für Extreme Slow Agency, also im Prinzip, dass alles konzeptionell, alles ein bisschen länger dauert und man hat ganz viele Partner, die an einen Tisch müssten. Jetzt habe ich Sie hier vom DLR sitzen. Ich sag mal, das DLR hat mitunter den Ruf, dass es im Elfenbeinturm Forschung auf Weltklasse-Niveau machen möchte, aber so ein bisschen die Welt drumherum so ein bisschen vergisst. Tue ich Ihnen und der ESA da Unrecht? Und beziehungsweise, wenn es eventuell man schneller sein könnte, könnten bei der ESA-Ministerratskonferenz Impulse gesetzt werden, damit wir in Europa schneller werden oder speziell auch in Deutschland? Ja, also tun Sie uns Unrecht, also gerecht ist es nicht, aber es ist auch nicht falsch. Also die Geschwindigkeit, die wir da manchmal hinlegen, die erinnert schon so manchmal an die Europäische Union oder die Vereinten Nationen. Also insofern gebe ich zu, da beiße ich auch persönlich manchmal in die Tischkante, dass wir bestimmte Dinge da nicht schneller geregelt bekommen. Bei der ESA sagen wir es einfach mal so, die ESA ist eine große Organisation. Und wenn Sie schnelle, agile Tätigkeiten haben, dann sind große Organisationen einfach dafür nicht aufgestellt. Das ist auch in der Industrie so. Wenn Sie sich angucken, die ganzen großen Unternehmen, um eben, was weiß ich, schnelle, agile Aktivitäten zu machen, die nicht zu einem Aufbau einer großen Organisation passen, dann machen die das so, was weiß ich, die Science-to-Business-Center, wo sie irgendwelche kleine Unternehmen angliedern, denen Infrastrukturen zur Verfügung stellen, damit die da sozusagen nicht durch die, aufgeschmissen sind durch die Professionalität der großen Organisation, aber die Umsetzung eigentlich nur durch die große Organisation global dann erfolgen kann. Hat man toll bei der Pandemie gesehen. Das Vakzin wurde entwickelt von einem kleinen deutschen, ich würde nicht sagen Startup, aber zumindest ein sehr, sehr junges, kleines Unternehmen. Die globale Durchdringung des Marktes konnte nur mit einem großen Player erfolgen. Also dieses Teaming war sehr, sehr wichtig und dieses Teaming ist auch interessant. Deswegen brauchen wir die ESA, denn die großen Wissenschaftsmissionen, ja, die da gemacht werden, die kann weder die CNES, die können wir auch nicht alleine. Da müssen wir zusammenarbeiten, da brauchen wir die ESA. Der Cygnus-Start NG-18 stand unter keinem guten Stern. Der erste Startversuch musste wegen eines Feueralarms im Cygnus-Kontrollzentrum abgebrochen werden. Tags darauf gelang der Start, so wie wir hier auf Senkrechtstarter ja live beobachtet haben. Was wir nicht beobachten konnten, dass es etwa 3 Stunden nach dem Start ein Problem beim Ausfahren eines der Solarpaneele gab, der Ultraflex-Solarzellen. Eines der beiden Solar Arrays konnte nicht ausgefahren werden und ja, mit ihrer Leistung von fast 4 Kilowatt reichte das gesunde Array aber aus, um die Stromversorgung für den Flug sicherzustellen. Nachdem die NASA das Problem analysiert hatte und keine Gefahr für den manuellen Docking-Prozess mittels stationseigenem Canadarm sah, ja, da wurde der Cygnus-Raumfrachter von NASA-Astronautin Nicole Mann gegriffen und an den Nadir, dem erdzugewandten Port des Harmony-Moduls, gedockt. Das fehlerhafte Array kann man gut auf den von der Station aufgenommenen Bildern sehen. Während, soweit ich weiß, die Solarzellenfelder bei früheren Cygnus-Missionen immer normal ausgefahren wurden, gab es bei der im Oktober 2021 gestarteten Asteroidenmission Lucy einen ähnlichen Fehler mit einem der Arrays in gleicher Bauweise. Auf der Asteroidenmission Lucy, die die Jupiter-Trojaner untersuchen soll, öffnete sich zwar die im Vergleich zum Cygnus größere Version der Ultraflex-Solarzellen, aber eines der Arrays konnte nicht vollständig ausgefahren werden.
Nach einer Untersuchung des Problems teilte die NASA mit, dass das Array zwar nicht vollständig entfaltet wurde, aber stabil genug sei und genügend Energie für die Raumsonde auch in den Tiefen des Alls erzeugen werde. Fun Fact: Auch das ursprüngliche Design des Orion-Service-Moduls sollte diese Form der Solarpaneele bekommen. Mit der Übergabe an die ESA wurden dann aber Falt-Solarpaneele vorgesehen. Im Nachhinein vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung. Apropos nicht die schlechteste Entscheidung. Wenn du noch das passende Outfit für die Zukunft der Raumfahrt suchst, schau unbedingt mal in den Senkrechtstarter Merchandise Shop rein. Link zum Shop findest du unten in der Videobeschreibung. Und alle, die meine Arbeit unterstützen möchten, können dem Video ganz einfach ein Trinkgeld über die Superchats geben. Oder wenn ihr mich regelmäßig unterstützen wollt, freue ich mich natürlich riesig über eine Patreon- oder YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja dann die Videos vorab und ohne Werbung. Die staatliche chinesische Raumfahrt hat ihr Konzept für ihre Superschwerlastrakete Langer Marsch 9 nun auch ganz offiziell zugunsten einer Starship-Kopie geändert. Ich hatte letztes Jahr schon darüber berichtet, dass die staatliche chinesische Trägerentwicklung immer mehr Konzepte vorstellt, die offensichtlich an SpaceX angelehnt sind. Während man sich bei der Langen Marsch 5 bis 8 unter anderem noch an der europäischen Ariane 5 oder japanischen H2 orientiert hatte, setzt man sowohl bei der Wiederverwendung der ersten Stufe der Langen Marsch 8 als auch der konzeptionellen Entwicklung von Langer Marsch 9 auf SpaceX Designs. Ja, letztes Jahr noch im frühen Konzeptstadium ist die offizielle Entscheidung für ein chinesisches Starship jetzt wohl gefallen. Ursprünglich war für das chinesische Mondprogramm eine Einwegrakete geplant, die 100 Tonnen oder mehr in den LEO, in den niedrigen Erdorbit, befördern kann. Der aktuelle Plan für die Rakete sieht jetzt eine dreistufige Rakete mit 108 Metern Höhe, 10 Metern Durchmesser und 4180 Tonnen Startgewicht vor. Damit sollen 150 Tonnen in einen niedrigen Erdumlauf gebracht werden können, in den LEO, 50 Tonnen in eine Mondumlaufbahn oder 35 Tonnen in eine Marsumlaufbahn möglich sein. Die offiziellen Modelle, die jetzt auf der chinesischen Luft- und Raumfahrtmesse in Zhuhai gezeigt wurden, sehen dem Starship von SpaceX schon sehr ähnlich. Nicht zuletzt auch durch die Gridfins in der ersten Stufe. Auch der Wechsel der Treibstoffe auf Methan und Sauerstoff erinnert an das Starship, wobei aktuell fast alle Triebwerksentwicklungen auf Methalox setzen. Was nun mit den 500 Tonnen Schubtriebwerken YF-130 mit Kerosin-Flüssigsauerstoff passiert, das kann ich euch leider nicht sagen. Die YF-130, die wurden gerade erst durch die China Aerospace Science and Technology Corporation Hotfire getestet und waren noch für das alte Design der Langen Marsch 9 vorgesehen. Auf der Messe wurde auch Chinas neue Generation von bemannten Trägerraketen, die Langer Marsch 5 Dengyu, das steht für Mondlandung, gezeigt. Die Rakete soll in der Lage sein, 27 Tonnen in Richtung Mond zu schicken und sie soll weiter auch für Crewflüge zertifiziert werden. Aus offiziellen Kreisen hieß es, die Vorentwicklung wäre abgeschlossen und man würde jetzt mit dem Prototyping beginnen und erwartet einen Erstflug 2027. Da die Nutzlastkapazität dieser Langen Marsch 5 Dengyu nicht für eine direkte Mondlandung ausreicht, sollen sich zwei getrennt voneinander gestartete Raumschiffe im Mondorbit treffen. Die Taikonauten, die würden dann in die Mondlandefähre umsteigen und dann nur für wenige Stunden auf die Mondoberfläche fliegen oder dort landen. Die Taikonauten würden dann zurück in den Mondorbit, wieder in die Raumkapsel umsteigen, um dann mit dieser Kapsel zurück zur Erde zu fliegen. Die offizielle Marschrichtung für das chinesische Mondprogramm sieht vor, die Landung mit Crew auf dem Mond für 2030 umzusetzen. Vermutlich deutlich bevor ein Europäer einen Fuß auf den Mond setzen darf. Und wie steht's um das Original Starship? Das bringt uns zu den Starship News. SpaceX hat Starship 24 nach Fit-Checks und Cryo-Tests wieder von Booster 7 genommen. In der Szene geht man nun davon aus, dass als nächstes ein bedeutender Test der Booster-Raptoren ansteht. Nicht alle 33 Triebwerke, aber man munkelt von der Hälfte bzw. bis zu 16 Stück. Unterdessen ist Booster 8 in den Rocket Garden gekommen, was einem Vorruhestand gleichkommt. Es hatte sich ja schon abgezeichnet, da Booster 9 baulich deutlich weiter war als Booster 8. Und warum dieser Wechsel? Meines Wissens ist das noch nicht durchgesickert. Möglichkeiten sind Fusch am Bau oder ein Design-Update, das bei Booster 9 direkt dann umgesetzt wurde und einen Test an Booster 8 irgendwie überflüssig macht. Was meinst du? Was sind plausible Gründe für den Vorruhestand von Booster 8? Und vor allem, würdest du dir so einen 69 Meter hohen Turm in deinen Garten stellen? Schreib mir das gerne in den Kommentaren. Wie ernst es SpaceX mit dem Starship und dem zeitnahen Start von Starlink-Satelliten mit einem Starship ist, kann man auch an dem Transport der Starlink-Integrationsboxen erahnen, die Y-Fotograf Chief eingefangen hat. Ich würde sagen, es wird höchste Zeit für ein Starship-Update hier auf Senkrechtstarter.
Spannende News aus der Führungsetage von SpaceX. Elon Musk gibt laut CNBC die operative Leitung der Starbase mit der Starship-Entwicklung an Chief Operating Officer Gwynne Shotwell und Mark Yonkosa ab. Ob das mit seiner Twitter-Übernahme zusammenhängt, das kann man aktuell nur spekulieren. Wie Michael Sheets von CNBC weiter berichtet, wird der leitende Direktor für den Betrieb der Starbase, Shimal Patel, nun den weiteren Aufbau der Starship-Anlagen in Florida überwachen. Er hatte vorher mehr als 2 Jahre lang in Texas an dem Starship gearbeitet. Langjähriger SpaceX-Mitarbeiter, noch aus Falcon 1-Tagen und mittlerweile Vice President Mark Yonkosa, hatte laut CNBC im Sommer festgestellt, dass die Starship-Entwicklung und ein möglicher Erstflug noch deutlich weiter weg sind, als das von der Unternehmensführung antizipiert wurde. Starship-Start, ja, vor Dezember wird das nichts mehr. Deutlich näher dran die Starts der kommenden Woche. Eigentlich als erster Starttermin im neuen Startfenster für Artemis 1 vorgesehen, habe ich am Montag, den 14. November um 23 Uhr MEZ, nur den Jungfernflug des Micro-Launcher RS-1 von ABL Space auf dem Schirm. Starten soll die knapp 27 Meter hohe Kerolox-Rakete von Zodiac Alaska. Ob der Starttermin wirklich steht und ob es einen Livestream geben wird, das kann ich euch aktuell nicht sagen, konnte ich nicht herausfinden. Am Dienstag dann soll von Jinquan aus eine Lange Marsch 4C mit einem Yaogan Erdbeobachtungssatelliten starten. Startzeit wäre 2.45 Uhr MEZ. Schon so oft angekündigt, Artemis 1, SLS Block 1 soll nun hoffentlich am Mittwoch, den 16. November starten. Das zweistündige Startfenster öffnet am Mittwochmorgen um 7.04 Uhr MEZ und ich werde das hier auf Senkrechtstarter ab 6.30 Uhr MEZ live streamen. Bis dahin unbedingt mein Video über alle Triebwerke von Artemis 1 schauen, damit du optimal auf den Start vorbereitet bist. Sollte der Start verschoben werden, wäre die nächste Startmöglichkeit Samstagmorgen, den 19. November um 7.45 Uhr MEZ. Auch am Mittwoch, den 16. November, startet das chinesische Raketen-Startup Galactic Energy seine dreistufige Ceres-1-Feststoffrakete. Mit Jilin-Erdbeobachtungssatelliten, Startplatz ist Jinquan und Startzeit ist 7.35 Uhr MEZ. Am Freitag, den 18. November, startet SpaceX dann voraussichtlich seine Falcon 9 mit Cargo Dragon zur ISS. Startzeit wäre 23.27 Uhr MEZ, Startplatz wäre dann Pad 39A, direkt gegenüber von Pad 39B, wo das SLS dann noch stehen könnte, sollte der Start von Artemis 1 vielleicht nicht erfolgt sein am Mittwoch. Freitagabend, nicht die schlechteste Uhrzeit für einen Livestream. Wenn du diesen und kommende Livestream von mir nicht verpassen magst, unbedingt zum Abo die Glocke drücken, damit YouTube dich erinnert, wenn ich live bin. Aber das Senkrechtstarter-Abo ist ja insgesamt keine schlechte Idee. Ja genau, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche die News, die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. Ein großes Dankeschön geht wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig für Senkrechtstarter. Ohne euch würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wenn du Senkrechtstarter auch unterstützen magst, ja, unter dem Video findest du einen Link zu einer Mitgliedschaft. Ich hoffe sehr auf den Artemis-Start am Mittwoch. Ich kann es wirklich kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Hashtag unser Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.